Und mal abgesehen davon, dass das Zeug wirklich verbrannt werden muss, habe ich irgendwie so ein kleines Problem mit Fistichhändlern. Ich weiß nicht. Ich glaube, das waren die schlechten Erfahrungen in der Vergangenheit. Zerriebene Perlen. Schnaps. Was man so alles auf Schlachtfeldern findet, ist echt faszinierend. Nein. Nein, das auch nicht. Eine Prise Igni. Gut. Ja, wird Zeit, dass wir uns mal nochmal mit dem Priester unterhalten. Leute, die stoßen sich an den langen Laufwegen dieses Spiels ab. An. So rum. Ich persönlich bin ein sehr großer Freund davon, einfach durch die Gegend zu reiten. Langsamer! Moment mal, was habe ich denn hier? Ach ja, habe ich schon erwähnt, dass man hier alle Nase lang auf irgendwas trifft. Spaltbolzen. Schimmer. Wobei, abgeben können wir die Quest auch noch später, weil wir kommen noch an die Brücke nach Novigrad. Wir werden erst zur Taverne gehen. Ich krieg diesen Geschmack nicht aus dem Mund. Komm schon, Plätze. Langsam. Ich hab so einen Fertigudon essen wollen. Und ich weiß nicht, der hat furchtbar fischig geschmeckt. Und nicht wirklich angenehm, ne? Lecker! Lecker! Mich daran, dass ich das nächste Mal einfach weiterreite. Ein Monsterlager. Was auch sonst. Ja. Da gehe ich jetzt aber gerade nicht mal nicht rein. Denn auch da werden wir tatsächlich noch langkommen. Es gibt so ein paar Quests, die kann ich auswendig. Gerade aus der Hauptstory. So. Irgendwie Schepp auf dem Sattel. Das ist übrigens das nächste, was wir uns besorgen, einen Sattel entscheiden. Wir kriegen zwar ein paar geschenkt.
los! Ah, du. Mach mich los, bevor die Nächten kommen. Um die werde ich mich schon kümmern. Lass uns doch derweil etwas plaudern. Ich weiß gerne, wen ich losbinde. Ja, ja. Hans Verdun, gedient in der 10. Division, Maribor. Weit weg von deiner Armee? Meine Armee gibt es nicht mehr. Die Schwarzen haben sie zerschlagen. Ich konnte gerade noch in die Wälder flüchten. Ich bin zu einer Flüchtlingsgruppe gestoßen. Die Leute wären fast geplatzt vor Patriotismus. Sobald sie erfuhren, dass ich Temerien in der Stunde der Not den Rücken gekehrt hatte, schlugen sie mich nieder. Fesselten mich wie einen Truthahn und ließen mich für die Ertrunkenen liegen. Gut, ich helfe dir. Oh, danke. Einen Moment lang war ich fast sicher, dass du mich zum Sterben zurücklässt. Na, ganz so herzlos sind wir nicht. Ich würde mich ja gern bedanken, aber ich habe wirklich gar nichts zu bieten. Pech, da muss ich durch. Danke, Hexer. Möge es dir wohl ergehen. Den sehen wir auch noch mal wieder. So, Blitze. Los, los. Ach, dieser Himmel, wie der glüht. Herrlich. Dort drüben habe ich ihn gesehen. Ja, Fremde kommen. Flieht so schnell ihr könnt. Komm jetzt. Die Gekrieke wird uns verraten und dann töten sie uns alle. Aha. Wieder deine Zunge, die Bäume haben Ohren, eine Bitte. Aha. Die Gekrieke wird auch vermisst. Dann töte ich sie eben selbst und verstecke sie unter dem Holzfußboden. Diese Bastarde werden sie nicht kriegen. Gut, wir bedecken das Blut mit Sand. Das Blut? Aha. Was ist denn das? Vermisst Tamara Strenger, Tochter des blutigen Barons, vermutlich entführt. Große Belohnung für denjenigen, der sie vom Blut zurückbringt. Na herrlich. Fängt hier wunderbar an. Ich suche einen Mann. Nennt sich Hendrik. Was willst du von ihm? Ich möchte mit ihm reden. Worüber? Gib mir was Starkes zu trinken. Ich liebe ihn mit 3 Tage Bart. Er sieht einfach am besten aus. Du musst verschwinden. Zur Hintertür raus. Wir kriegen Gesellschaft. Wer ist das? Wirt! Wodka! Wer ist das? Sieht aus wie ein tapferer Krieger. Hat 2 Schwerter. Hey, Grauhaar! Warum hast denn du 2 Schwerter? Bestimmt hat er auch einen 2. Schwanz in der Hose. Bist du taub? Spuck endlich aus, wer du bist! Oder soll ich dir die Worte mit dem Messer von der Zunge kratzen? Ich bin ein Hexer. Du wunderst dich über meine Schwerter, ja? Das eine ist für Monster, das andere für Menschen. Und ich habe nur 1 Schwanz, klar? Berühre ihn nicht. Sieh ihn nicht mal an. Er ist schlimmer als ein Leprakranker. Sah mal einen in Aktion. Legt ein 50 um. Überall war Blut. Der Mutant hat nicht mal geschwitzt. Tja. An ihm klebt der Gestank des Todes. Folge mir, wenn du rasten willst. Ich kann dir eine Bank anbieten. Wir verwüsten nicht schon wieder. Ich ging ins Haus und da war dieser Trottel mit einem Banditen, Typen, der aussah wie sein Sohn. Ein hübscher Junge, dachte ich mir. Dieses Landei hat vermutlich seine Tochter verkleidet. Hurensöhne verstecken immer ihre Töchter. Dann würde er mich reinlegen, dieses Arschgesicht. Und? Hat er? Hat den kleinen Rotzlöffel gut durchgeblickt. Junge, Mädchen, was auch immer es war. Den Greis wohl überrascht. Bestimmt hat er sich nass gemacht.
Idioten. Danke, dass du mit diesem Schwein keinen Streit angefangen hast. Ich stecke meine Nase nicht in die Angelegenheiten anderer. Willst du über Nacht bleiben? Nein. Ich suche nach Hendrik. Er lebt in Heidfelde. Noch nie davon gehört. Auf der anderen Seite des Hügels. Heute früh sah ich dort ein seltsames Glühen. Kaiserliche Truppen auf Beutezug vielleicht. Wer weiß. Weißt du noch etwas über Hendrik? Merkwürdiger Typ. Kam grundlos aus dem Nichts. Machte sich an eine Witwe heran, deren Mann für einen Laib Brot niedergestochen wurde. Die Männer des Barons mögen keine Fremden. Ja. Und er ging ihnen immer aus dem Weg. So als wüsste er stets, wann sie kommen. Er ist dann immer verschwunden. Danke, Wirt. So, bevor ich jetzt hier aber... Sei gegrüßt. Kommst du so schnell wieder hinter deinen Tresen? Etwas zu trinken wäre recht. Zeig mal, was du hast. Er hat doch mit Sicherheit... Ja, der hat Karten. Und eine Emir-Karte. Alles meins. Meins, 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 meins. Danke. Leb wohl. So. An dieser Stelle, meine Lieben, werde ich aber die Session endgültig beenden. Es ist nämlich jetzt schon 10. Ich danke euch fürs Zuschauen und in der nächsten Folge werden wir uns dann um so Sachen wie neue Schwerter und so weiter kümmern. Also dann, ciao, ciao. Willkommen zurück bei The Witcher 3, meine Süßen. Für mich ist es der 3., für euch ist es der 5. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Jetzt habe ich allerdings über die Feiertage nicht aufgenommen und habe daher nicht mehr wirklich Ahnung, wo wir zur Hölle eigentlich sein sollen. Ja, ich habe auch so ein bisschen die Steuerung wieder vergessen. Es könnte also lustig werden. Haben wir hier nicht irgendwo Lager? Suche in Heidfelden nach dem Agenten namens Hendrik. Oh, Moment, da können wir nur looten. Na, die leeren Flaschen nehmen wir jetzt auch noch mit. Tja. Hast gehört, ihr versteckten Schwein? Alles nö. Tatsächlich. Schauen wir uns mal um. Hast du eine junge Tochter? Abgeschlossen. Das weiß ich. Kannst du suchen, wo du willst. Verdammt. Eines Tages kannst du dich nicht mehr verstecken. Hörst du? Und du wirst zusehen müssen, wie jeder Kerl in dieser Einheit sie ins Koma fickt. Das war's schon. Mehr hast du nicht? Das ist alles. Werden sie platt machen sollen. Ich schwöre beim Grab meines Kindes. Hier ist das. Danke, Herr. Ihr nützt niemandem was, wenn ihr verhungert. Schweine. Schweine allesamt. Komplett. Schnappt euch die Beute. Wir sind hier fertig. Wir Komm schon. So ist's gut. Tja, wir müssen nach Ciri suchen. Unsere Ziehtochter. Und ich habe jetzt schon fast wieder die Abzweigung verpasst. Tja, und wir dürften, wenn ich mich recht entsinne, jetzt als erstes beim blutigen Baron hingeistern. Ja, das wird lustig. Der blutige Baron ist noch für einen Witz zu haben. Nicht so schnell, Plätze. Moment, wo ist mein Kissen? Ich habe in den letzten Tagen ein bisschen Probleme mit dem Rücken gehabt. Der Stuhl ist da jetzt auch nicht unbedingt so die beste Hilfe. Aber ich habe entdeckt, wenn ich mir ein Kissen in den Rücken stopfe, dann wird das schon mit der Sitzposition wesentlich besser. Okay. Ach, es sieht so heimelig hier aus. So absolut anheimelnd, gemütlich. Ja. Hier lassen wir mal beten. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe gerade keinen Dunst, wo wir hier rumreiten. Ich habe die Karte eigentlich ziemlich auswendig gekannt. Aber gerade... Kurzer... Oh. Ja, genau. Und dann... Ja, okay. I remember. Mach langsam. Aber da das ja ein Open-World-Spiel ist, mit mehr als einer Karte,
Tja. Ich glaube, bei der nächsten Möglichkeit biegen wir hier mal ab. Genau. Ach, das ist so schön. Mal gucken, für wie lange. So ist gut. Was ist denn das hier für eine Ecke? Haben wir hier irgendwo ein Loot, von dem wir nichts wissen? Nein. Komm schon! Ich habe auch nirgendwo Gegner gehört. Das ist schon mal gut. Plötzlich, wo reitest du denn hin? Du sollst schon auf der Straße bleiben. Oha! Komische Luft. Als ginge man an einem heißen Tag in einen tiefen Keller. Der Nebel. Ah, oh, Moment. Ich sehe Hunde. Ich sehe wilde Hunde. Gut, dass ich noch an Quen gedacht habe. Geh weg! Lass mich zufrieden, wer immer du bist. Verschwinde! Oh Gott, Junge. Bist ja völlig durch. Lass mich aus. Beruhige dich. Es ist vorbei. Einmal Axi und schon ist Ruhe. Ja, alles vorbei. Alles hoffnungslos. Das vergesse ich nie. Ich suche einen Mann namens Hendrik. Er soll in diesem Dorf leben. Ja, das hat er. Jetzt nicht mehr. Sie haben ihn in dieser Hütte erwischt. Wenn du seine Schreie gehört hättest, wie ein Mann schreien kann, wie er leiden kann. Erzähl mir, was passiert ist. Jedes Detail. Sie haben sie alle erwischt. Oje. Die Sonne ging unter und die Dämmerung färbte sich blutrot. Ich dachte nur, seltsam, die Kröten haben aufgehört zu quaken. Ich weiß nicht, was geschehen ist. Nur Schrecken überall. Hendrik schrie. Dann flehte er. Am Ende hörte ich nur noch Stöhnen. Einfach großartig. Die Geister waren hier nur kurz. Dennoch hat Frost das Dorf umhüllt, wie im Herzen des Winters. Warst du in der Hütte, als sie fortritten? Nein, da setze ich keinen Fuß rein. Nie! Lebe wohl. Finde deinen Frieden. Armer Kerl. Okay. Wenn aber eh schon keiner mehr hier ist, können wir auch looten, was das Zeug hält, ne?
So, da hinten ist die Hütte, in die wir müssten. Das heißt, wir gehen erst in die Hütte, die hier sonst noch so steht. Ernsthaft? Warum willst du, dass ich dafür Schlüssel besorgen? Das Dorf wurde nicht geplündert, die Hütte auch nicht. Das waren keine Banditen. Nein, die haben etwas ganz Bestimmtes gesucht. Und ja, verwesendes Fleisch kann man noch für irgendwas gebrauchen. Ich glaube, man kann es zu Asche zerlegen. Ich mich recht entsinne. So, da ist abgeschlossen, beziehungsweise blockiert. Ein Türmchen. Ein Därmchen. So. Da gehen wir noch in der Neugruppe. Sieht aus, als wären die Leute eben noch hier gewesen. Was immer passiert ist, es ging verflucht schnell. Wundert mich aber, dass der Frost geblieben ist, nachdem das Dorf hier halb abgefackelt ist. Der Wald ist noch lebendig. Was Alkohol ist. Sehr schön. Tja, Freunde, so sahen die Betten mal früher aus. Da war nichts mit Bequemlichkeit. Naja, ganz so schlimm war es dann doch nicht. Ich meine, lag ja noch Stroh und so drauf und Zeug. Was wohl passiert wäre, wenn wir den armen Typ hätten krepieren lassen? Ich meine, die Hunde sind ja schon ordentlich, ne? So. Wolfsfell. Machen wir hier Feuer an. Ist ja kalt wie Sau. Sieht auch gleich viel heimeliger aus. Vielleicht will ja irgendjemand mal wieder hier einziehen. So, man merkt es vielleicht, ich nutze gerade die Zeit, um ein bisschen wieder auf Vordermann zu kommen. Da. Mit der Steuerung. Komm. Ja, mach an. Gut. Ja, ich mache mir ein Hobby daraus, überall die Kerzen anzuzünden. Einfach, weil es geht. Tihihi. So, aber hier wollten wir rein. Nein, falsches Menü. Wow, den haben sie zugerichtet. Er wurde gefoltert. Vielleicht haben sie etwas übersehen. Mal seine Taschen durchsuchen. Ganz steif, als hätte sie jemand im Winter zum Trocknen rausgehängt. Vielleicht ist etwas in seiner Jacke. Verdammt, er ist kalt wie Eis. Nichts hier. Mal in die Stiefel schauen. Alter Spiontrick. Geronnenes Blut. Ein Schlüssel versteckt in seinem Stiefel. Tada! Muss zu einem Schlüsselloch passen. Hoffentlich ganz in der Nähe. Das ist üblich. Lieber Mann.